Hallöchen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Wiggles. Ja, in der Zwischenzeit, also zwischen der letzten Folge und dieser Folge, habe ich ja ein bisschen Zeit vergehen lassen nochmal, damit die ganzen Zwerge von da unten zurückkommen können und ich hier noch ein bisschen Kram abladen kann. Und ja, das ist eigentlich nur dazwischen passiert. Viel mehr ist da gar nicht passiert. Hier liegt das Gleipnir. Das können wir uns eigentlich mal angucken, wie das aussieht, wenn man das mal irgendwo, wo es Licht ist. Hier oben ist auch ein bisschen mehr Licht, oder? Was hier mal hinlegen. Dann Luisa ist sehr alt. Oh, wie sie hier alle... Ach nee, sehr hungrig. Dann soll sie doch was essen. Wieso isst sie dann nichts? Ja, die haben ein bisschen leiden müssen hier. Auf dem ganzen Weg. Da liegt's. Das sieht schon sehr, sehr cool aus, muss ich sagen. Das nehmen wir dann auch wieder mit, wenn wir nach unten huschen und dann da unten noch ein bisschen aufräumen. Aber ich würde jetzt fast sagen, wir lassen die mal noch ein bisschen hier entspannen, dass denen das wieder gut geht. Vielleicht so einen halben Wiggeltag oder so. Und währenddessen können wir ja mal schauen, was jetzt hier noch alles so gebaut wird. Hier zum Beispiel haben wir noch eine Schubkarre. Schau mal einer an. Kann doch hier mitgenommen werden. Dann können wir noch mal schauen, wer kann denn Zweihänder schon relativ gut. Zweihänder. Sortieren wir mal. Noch gar keiner. Die Chloe kann es am ehesten, aber die stirbt bald. Gucken wir mal, die Gertraud. Die können wir doch mal nehmen. Und dann... Aber die hat doch auch... Wie sieht es denn da mit Einhänder aus? Die ist nämlich auf 10, das ist vielleicht nicht so gut. Die kann nämlich gute Waffen tragen. Und nicht nur so einen Stichling. Ist ja, können wir mal ihr einen Einhänder 8 geben. Das können wir doch machen. Was haben wir hier noch? Steinschleuder. Uiuiui. Kann er eine Steinschleuder tragen? Könnte er, aber er hat noch ein Stück Kohle dabei. Okay. Rüsten wir sie mal alle ein bisschen mehr aus. Ich wollte jetzt noch jemanden die Zweihänder lernen lassen. Frauke. Guck mal, die Frauke. Ach, die hat schon hier Einhänder 3. Guck mal. Dann, also, halt. Wo ist denn das Buch jetzt hingewiesen? Es war hier unten, oder? Hier. Da. Genau. Zweihänder. Habe ich sie jetzt zugewiesen? Nee. Buch lesen. Okay. Und... Sie kann jetzt hier, zack, das ablegen. F9, dann wird es nochmal sortiert. Sehr schön. Dann hat sie jetzt das soweit. Jetzt kann sie einen Einhänder hier tragen. Stichling wird dann eingelagert. Sehr cool. Und dann können wir mal gucken, was dann die Frauke... einen Zweihänderwert bekommt. Plus 4. Uiuiui. Da können wir ja mal gucken, was hier als Zweihänder plus 4 ist. Oh, plus 3. Guck mal. Plus 7. Ah, ich glaube, das ist schon ganz gut mit dem plus 3. Ja, Zweihänder. Kann sie auch noch mal ein bisschen was verlernen und das trotzdem da, damit kämpfen. Sehr cool. Okay. Dann haben wir hier das Schwert gegeben. Dann kann sie noch eine Steinschleuder nehmen. Genau. Hamster hat sie schon. So, dann zeige ich euch noch mal ein bisschen, was ich hier mal zwischendurch auch zwischen den Aufnahmen mache, wenn ich die ein bisschen ausrüste. Guck mal, der ist jetzt auch schon wieder erwachsen geworden. Er kann jetzt hier mal sich noch einen Kram holen. Ja, damit die Leutchen hier mal ein bisschen fröhlicher werden. Sonst können wir auch mal losgehen ohne die Unglücklichen. Und dann trotzdem mal kämpfen. Hat der... kann der den Stichling tragen? Gucken wir mal. Ob er mit dem kämpfen kann? Ja, kann er. Sehr gut. Okay. Ansonsten hat er... Ja, ist ausgerüstet, würde ich jetzt mal sagen. Hier oben liegt auch nichts weiter. Okay. Dann haben wir ihn auch ausgerüstet. Dann können wir doch mal alle Leute, denen es gut geht, markieren.
Der hier, da. Und die Charlotte. Den oben wollen wir ja nicht. Und den anderen geht es nicht so gut. Okay, dann kriegt ihr jetzt den Auftrag, mitzukommen. Halt. Ah, doch. Machen wir erstmal den Mitkommen-Auftrag. Schicken wir erstmal alle hier runter. Schicken wir sie mal dahin. Und dann sagen wir die Charlotte. Ah, nee, wir nehmen den Tommy. Wieso waren hier? Der Walter? Wieso läuft der nicht? Dann nehmen wir den Walter. Der nimmt das Gleiten hier noch mit. Wo ist er? Wo bleibt er? Da. Ja, das sind immer Wege. Man müsste eigentlich jetzt hier hinziehen. Aber ach, das ist mir zu doof irgendwie, weil wir hier oben ja so ein schönes Lager aufgebaut haben. Hm. Was hat er denn? Die hängen hier alle da. Naja. Bin ja schon ein bisschen froh, dass wir nicht alle mitgenommen haben vorhin. Vorhin, also in der letzten Folge. Für mich war es vorhin. Sonst würde es jetzt allen so gehen und ich müsste noch länger warten. Hier haben wir noch Rohstoffe. Stimmt, hier kann man ja auch Laserschwerter bauen. Hier können wir mal gucken. Da ist nur Eisen drin, ne? Mehr ist da gar nicht. Genau. Was hat er eigentlich da alles dabei? Er hat ein Essen dabei. Geht's hier irgendwem ernährungsmäßig nicht so gut? Ach, egal. Nehmen wir jetzt die mal mit. Der andere kommt noch nach und dann gucken wir mal, was hier unten ist. Der Walter müsste da noch nachkommen. Genau, da ist er schon. Schicken wir auch gleich mal hier runter. So, dann spulen wir mal und gucken mal, was hier unten bei den Vampiren so noch ist. Vielleicht können wir hier das ein oder andere Gebäude noch einnehmen. Es kann auch sein, dass ich da den letzten Vampir besiegt habe, als ich zwischen den Folgen da noch mich gerecht habe. Nehmen wir das mal ein hier, die ganzen Sachen. Damit wir hier auch gucken können. Oh, hier ist noch jemand. Der Adam. Mal mit denen mal weiter. Das ist ja hier eine richtige Basis. Ach, die haben hier noch eine Höhle selber ausgegraben und sind nicht ganz fertig geworden. Da ist noch eine Tür offen. Na gut. Okay, dann gucken wir zurück hier. Und dann können wir mit allen, die wir hier haben, noch eine Etage runtergehen. Ja, Industrieschlafzimmer erobert, habe ich schon bemerkt. So, dann nehmen wir das noch ein. Und mit den anderen gucken wir mal wieder hier hinten hin. Da ist nichts weiter. Okay. Dann nehmt ihr alle mal ein. Dann geht's schneller. Glaube ich zumindest. Farm wurde erobert. Farm wurde erobert. Gut. Und dann geht's weiter hier hin. Den Fahrstuhl können wir nicht erobern. Ne. Hier ist noch ein Reithamster und eine Küche. Und hier, was ist das denn? Das sieht cool aus. Ein Wohnzimmer. Okay, also hier könnte man wirklich hinziehen, würde ich fast sagen. Aber nur fast.
Ach, deshalb kann man da nicht graben. Weil hier noch die Basis ist. Verstehe. Gucken wir mal, ob hier noch irgendwas Interessantes schlummert. So, warum war es die hier auch noch? Ach, die sind immer noch nicht fertig. Krass, die brauchen aber lange. So. Hier sind wir dann schon auf der nächsten Etage? Nee. Okay, die sind fertig. Die können ja mal hier hingucken. Schauen wir mal, was hier unten noch ist. Sieht ja echt nach einer riesigen Basis hier unten aus. Okay, hier geht es aber auch nicht weiter. Hm. Hier ist auch wieder irgendwas, wo man nicht graben darf. Kann man ja echt nach unten ziehen, ne? Das überlege ich ja doch. Mann, Mann, Mann. Fitnessstudio. Wie geil, was sind denn das für Bilder? Das ist ja cool. Dann können wir hier noch ein paar Höhlen ausgraben und dann mit allen runterziehen. Das ist vielleicht eine Variante. Hm, wo sind denn die anderen hier? Ach, da. Aber ich hoffe mal, dass ich jetzt das Spiel nicht kaputt ist wegen dieser blöden Höhle da oben. Das wäre nämlich etwas doof. Was kann man hier denn machen? Reparieren. Ist das ein... na, wie heißt es? Ein Freizeitgebäude? Oder ist das ein... Ausbildung? Es sieht aus wie ein Freizeitgebäude, wenn man da nichts drücken kann. Okay, hier scheint es aber auch die Basis zu Ende zu sein. Na Mensch, was haben wir hier noch? Pilzstämme, wow. Die brauchen wir, glaube ich, nicht. Da haben wir genügend. Wo sind die anderen hier? Da. Okay, also hier unten scheint nichts weiter zu sein. Wir könnten noch weiter graben. Dass wir hier nach unten graben einfach und mal hoffen, dass es vielleicht da dann weitergeht, storymäßig. Okay, da geht es nicht weiter. Also weiter als das geht es nicht. Aber hier sind wir schon weiter als da. Vielleicht kann man hier dann wirklich weiter graben. Nach unten. Hm. Wie geht's denen? Noch sind sie alle relativ gut drauf. Dann lassen wir sie doch mal. Achso, warte mal. Hier geht's nicht weiter. Jetzt bin ich verwirrt. Aber hier geht's weiter. Dann graben wir doch da weiter. Da haben wir zwar gerade alle hergeholt, aber ist ja egal, ne? Wir haben ja Zeit. Sagte er und spulte. Ja, dann haben wir wirklich den Clan ausgerottet. Bis auf diesen einen, der mir da den Tempel kaputt gemacht hat. Guck mal, du, dir geht's doch nicht so gut. Ach, das sind ja sogar zwei. Den Domenico. Halt, der kann schon mal nach Hause gehen. Juhu! Zack! Wenn das jetzt hier auch nur zwei Schritte weitergeht. Okay, da geht es ein bisschen weiter zum Glück. Oh Gott, das sind aber viele.
Ich glaube, das wird nix, oder? Ich glaube, meine Zwerge sind zu schwach dafür. Aber warten wir mal noch ab. Noch ist nur Bernarda die eine, die auch vom Meere belagert wird. Ja, Bernarda, wo bist du? Hier, okay. Hau mal ab. Hau mal ab, ja. Hallo? Der hat sich aufgehangen? Okay. Gut, das haben wir gerade noch so hinbekommen. Jetzt haben wir schon wieder diese Höhle mit dem Goldklotz da hinten. Ist das in der anderen Richtung? So ein Ding. Okay, ich glaube, ich sollte mit denen abhauen. Na. Haut mal ab. Also, das ist witzig, dass man hier nicht weitergraben kann, aber hier die Höhle weitergeht. Kann man hier vom Weiten kämpfen? Halt hier, bleibt mal hier. Dann schießen wir es einfach vom Weiten ab. Keine Fernkampfwaffen, ne? Ne, haben sie nicht. Naja, dann macht ihr das hier mal. Die anderen können ja sich hinlegen und schlafen, genau. Welch epischer Kampf. Okay, dann kommen wir jetzt doch wieder rüber. Und mal gucken, was hier ist. Einfach nur ein Gang. Oh, ein Buch. Ey, ist dieser Gang lang? Was, wo geht's denn hier hin? Das ist ja happig. Warum auch immer man hier nicht durch kann. La 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 la. Oh, schon wieder so einer. Die sind nervig. Aber aufs Übelste nervig. Okay. Gucken wir mal weiter. Hier ist nochmal so eine Höhle. Oh, ah, Trolle. Oh Gott, oh Gott. Eine, sagt sie gerade was? Ja, hoffentlich. Wenn man nicht immer auf dich aufpasst, habe ich dir nicht alles über das Glaive mir erzählt? Habe ich mir nicht Mühe gegeben, hm? Okay. Doch, schon. Ach so. Man darf jetzt hier nur mit Gelebten hier hinten. Boah. Ja, ist ja gut. Ja, sag mal, hast du Trolle auf den Ohren? Schön. Das auch noch. Du musst das Gelebten hier schmieden, um Fenris zu bezwingen. Ja, okay. Ja, Mama. Okay, also haben wir
den Eingang gefunden, wo wir dann das Gleipnir, einer von denen hat, glaube ich, auch das Gleipnir dabei, oder? Ich habe doch irgendwem davon das mitgegeben. Der Walter, genau. Der ist auch hier, genau. Ja, dann haben wir den Eingang gefunden, den wir gesucht haben. Und ich weiß nicht, ich glaube, wir sollten vielleicht nochmal zurückgehen und uns für den Kampf rüsten. Aber das machen wir dann zusammen in der nächsten Folge. Lieben Dank fürs Zuschauen. Bis dann und ciao.